Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2, natürlich mit dem Digi Gamer. Moin moin. Und Spore des Waldes. Hallo. So, wir sind hier wieder in der Trockenkuppe. Und da gibt es noch eine kleine Sehenswürdigkeit. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir da den Weg hinfinden. Das haben wir auch schon letztes Mal ein bisschen gemacht. Irgendwie fehlte dann so ein Pupspunkt. Also wir kamen nicht entsprechend hoch. Mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, aber wir probieren es mal. Mehr oder weniger geht es hier die ganze Zeit runter. Aber jetzt stehe ich hier schon wieder. Frage ist, wo ist hier der nächste? Darmverengungszauber, der es uns ermöglicht, da hochzukommen. So. So, Digi mag hier die Echse nicht. So, und da will ich hoch. Da, da. Tja, hier wohl nicht. Irgendwo gibt's sie bestimmt. Irgendwo achten. So, die Ränder ein bisschen lang schauen. Gibt's da was? Gibt's nicht da drüben was? Da hinten hatten wir gerade einen, aber irgendwo muss ja hier noch einer dazwischen sein, oder ist das so ein Rennpunkt? Wahrscheinlich muss man schnell genug rüber. Das befürchte ich auch schon fast. Also hier hinten ist einer. Da wo ich bin. Ja, das könnte schon fast reichen. So, dann alle hopp und auf dafür. What? Ach ja, jetzt habe ich die Säule. Springding. Ja, ist schon vorbei. Ja, reicht nicht. Das kann es nicht sein. Das geht nicht. Und da hinten? Gibt es dann nochmal was? Ein was? Also hier irgendwo? Auf dieser Ecke, vielleicht auf dieser Höhe auch nochmal was? Das wär's jetzt. Schau mal hier rüber. Nee, sieht nicht gut aus. Bam. Aber irgendwie muss es da ja einen Weg geben. Das ist ja... Wenn man da runterspringt, ist man wohl Matsch. Ich versuch's nochmal. Ja, oder das. Oder Marmelade. Wo hast du gerade den Punkt geholt? Da ist noch einer. Und ich bin oben. Okay. Wo hast du den Punkt geholt? Runterspringen. Da, wo wir eben standen? Ah. Ja. Also der ist gar nicht so weit weg. Ach, da. Aber ich habe den Punkt immer noch nicht. Der scheint unten zu sein. Bei diesem Kolokal-Königin. Also ist gut, dass ich jetzt hier oben bin. Ist schön hier. Die Aussicht, ne? Kann man genießen. Aber das ist anscheinend nicht die Sehenswürdigkeit. Ah, so, hier unten geht ein Gang rein. Moment, ich komme zu dir. Oh, hier ist ein Big Boss. Ja, genau da unten. Hilfe! Upsi. Ui, oh, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Oh, Hilfe. Ich will die Truhe haben. Oh, die haut aber rein. Lenk sie mal ab. Ach, gar nicht. Juhu, ich hab die Truhe. Ich hau ab. Das ist nur ein bisschen her, dass sie ihren letzten Liebhaber hatte. Oh, Orikalkum, jetzt ist auch nochmal hier. Also, du mach erstmal hier die Frau weg. Diese Königin. Ja, jetzt wieder. Krieger. Nein, ich habe nicht die Truhe geholt. Gar nicht. Doch, du warst doch schon in der Ecke. Nein, nur zufällig. Ja, hält auch ein bisschen was aus. Die hält was aus und ich nicht. Ich fress Dreck. Du bist ja down. Moment. Nee, ich komme. Ich rette dich. Zu spät. Ich war erster. Wie ist diese Serie? Mesh? Wo es dann diese
diese Sunnis, Kriegssunnis. Ja, aus dem Vietnam, ne? Ja. Kann sein. Fand ich unglaublich langweilig, aber irgendwie in Erinnerung geblieben. Vielleicht war die Serie auch gar nicht schlecht, aber es gab so viel Besseres zu der Zeit. Oh ja, und die kam ziemlich spät, meine ich noch. Ja. Gegen 10 Uhr oder sowas kam die immer. Zum Beispiel, wow, au, 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 die hält, haut aber, au, 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 ziemlich rein. Ja. Autsch. Boah. Oh, ich bin gleich down. Da gab's ein Käfig voller Helden, genau, das war cool. Ja. Boah. Ich lebe doch nicht mehr. Ich dachte. Oh, ich hatte gehofft. Hin. Aber was ist den Punkt? Etwas weit weg. Oh, aufgerappelt? Wieso das? Ja, nee, ich muss hier weg. Ich heile dich später. Wenn ich ein bisschen Leben habe. Mit den anderen hier. Autsch, jetzt bin ich wieder down. Solche Macht. Oh, voll um den Rand. Warte, ich komm. Tötet sie! Ja, noch bin ich nicht ganz tot. Ja. Ah, danke. Bitte. Boah, ist die hart, ey. Oh, vor allem dieser Kleinschiss, der noch dabei rumläuft. Der ist eigentlich das Schlimmste hier. Ja, die waren alle down. Ja, nee, die produziert die... Am laufenden Band. So wie die Alien Queen, ja? Ja. Ein Ei nach dem anderen spuckt die raus. Die ist halt super fruchtbar. So, jetzt haben wir ja fast alles durch. Jetzt haben wir Mesh durch, jetzt haben wir die Alien Queen durch. Schon wieder bin ich unten. Mann! Das war halt, das war halt cool. So eine super von der Leyen. Ja, die produziert allein Nachwuchs nach dem anderen. Hier, da bei ihr war noch eine Truhe. Super von der Leyen, genau. So. Ah, die Sehenswürdigkeit habe ich nebenbei nur noch bekommen. Super. Aber hier war noch Erz. Ori. So, hier waren wir's. Erz. Ah, da. Ja, sehr schön. So. Was ist denn da oben angezeigt? 1, 2. Zephyritenkauf. Achso. Kauf, Leute. Dann machen wir mal hier einen kleinen Cut wieder und schauen danach, wo wir als nächstes weiter starten. Jo, tschüss. Weil ganz nebenbei müssen wir ganz viel Sand sammeln. Ich bin hier auch schon daheim am Staubsaugen wieder blöde, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Also, bis demnächst. Tschüss. Nach dem kleinen Garten. Tschüss. Moment, Platte. So, jetzt aber. Moin Moin und willkommen zurück. Ja, ich muss mal schauen, ob die Platte anläuft, die Aufnahmeplatte. Wir sind gerade im Caledon-Wald und wollen hier einen Weltenboss euch nochmal zeigen. Jetzt gerade noch so ein kleines Vor-Event. Das nehmen wir gleich mit. Genau, bei mir muss die Karte noch nachladen eigentlich. Hier sind eigentlich genau, da haben wir jetzt eine halbe Stunde gewartet. Ja, die seht ihr jetzt bei mir noch nicht. Ach du Scheiße, was ist da denn für ein Avatar der Fäulnis? Plündern! So, und jetzt also sowas setze ich ja jeden Morgen, ne? Wenn ich dann auf dem Pott bin, so ein Avatar der Fäulnis. Und deine Frau bekämpft das mit einer legendären Waffe, ne? Ja. Mit der Küste der Reinheit. Ja. Nein, wir sind eine ganz moderne Beziehung, das ist mein Job. Also. Ja.
Das Ding hat nicht mal Leben. Ist er schon tot oder wie oder was? Ach, da ist er, großer Dschungelwurm. Ja, dann aber. Großer Dunkelwurm. Dunkelwurm, ja. Ey, was hab ich dich denn hier? Mike Tyson vor mir, der mir hier den Sicht versperrt. Geh weg, du. Nein, diese ganzen Elite interessieren mich nicht. Ich will bei meinen neuen Frames, die ich habe, diesen Dschungelwurm angreifen. Oh ja, und diese Stunde in 9 Frames. Nicht schlecht, hab ich auch. Ja, 11 sogar, aber das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Oh nein, ich bin down. Hilfe, 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 Hilfe. Du, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich renne auch gerade angsterfüllt weg. Daran war ich schon immer gut. Da habe ich bei den Bundesjugendspiele die Goldmedaille bekommen. Weglaufen. Angsterfüllt weglaufen, genau. Das. Damals ja, gab es das ja noch. Wieder. Das war kurz nach dem Krieg. Da gab es das noch. So, komm du. Gleich aber. Und das ist ein Weltenboss? Das ist, ja. Das ist der kleine Wurm, ja. Ah, es gibt noch einen großen Wurm. Ja. Yep. Der kommt aber nicht so oft. Digi, wenn du jetzt gleich deine Hose aufmachst, ne? Wir haben den großen Wurm. Gibt's aber eine. Hier kann eben auch ein Precursor drauf, ne? Ist ein... Ja. Oh. Ah, ich hab Stiefel. Wo ist denn die Truhe? Oh, gut, immerhin. Immerhin. So. Oh, sehr schön. Das ging auch relativ fix. Was ist da unten eigentlich für ein Event? Keine Ahnung. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir doch mal nach. Okay. Wellen des Abtraumhofs. Also ganz nebenbei, unverhofft, müssen wir auch die ganzen Events in Guild Wars 2 mal zeigen. Alle. Ohne Unterlass. Na, dann mal los. Jo. Das kannst du bei deinen 200 Sporen. Abonnenten dann machen und dann Livestream. Ne? Genau. 24 Stunden. Und wer alles von Anfang bis zum Ende schaut, ne, der gewinnt einen Keks. Aber einen guten, vom Behalten. Vielleicht ein bisschen abgelaufen, aber vom Behalten. Schon angeknabbert, ne? Ja gut, dass er nicht schon mal verdaut wurde, dafür kann ich keine Hand ins Feuer legen. Sind halt lecker. Echt mit 32 Zacken und 2 Filchen. Ja, das Event ist fertig. Da hinten ist aber nochmal nächstes. Also wenn sie einen da schon hier so vor die Flinte wo werfen. Ist was? Hier, ich würde jetzt sagen rechts lang. Also. Das ist ein Event? Ja, irgendwas wird mir da angezeigt. Okay. Ist gar nicht mehr so weit weg. Auch wenn die Moskitos mich hier stechen. Aber ich bin halt ein Süßer. Das ist ja. Au. Wie eine Praline, ne? Du weißt nicht, was drin ist. Komm, ne? Ja, was in mir drin ist. Das wollte ich heute nicht wissen. Hat genügend Umdrehungen. So. Das ist ein doofes Event. Das glaube ich. Ist das nicht so eines der. Dieser alten Events, wo da. Nee, doch nicht. Ich denke gerade an diese. Ja, es waren mehr Scarlet-Events. Ach, wo es dann immer so. Grünzeug-Hauptpunkt gab, den man dann am Ende kaputt gemacht hat. Aber nee, das ist es nicht. Nee. Hier musst du Feuer löschen. Feuer löschen. Kobolde. Ach, geh halt aus. Darin kann ich auch noch drehen, ne? Gab's hier nicht noch Eimer oder wie muss man die ausmachen? Ja, ja, die sind hier. Da unten sind die. Die stehen hier rum. So, haben wir noch irgendwo Feuer? Da. Was macht Digi? Feuerlöschen. Spore. Da ist nochmal eins.
ich kann ja das zweimal verwenden. Oder auch nicht. Ja, nein. Doch, geht. Kriegt der blöde Feuer nicht aus. Oh, hier, gegen die Viecher. Ein Kobold ist ja, das übrig. Liegt aber auch daran, dass du hier die Nitro-Kanister genommen hast. Damit funktioniert das auch nicht. So, nochmal weiter rechts. Dann laufen wir da mal lang. Ja, liebe Leute, wir laufen jetzt ganz einfach blöd Events lang. Und in der Zwischenzeit überlegen wir uns, was wir als nächstes zeigen. Wir sind halt blutlechzend nach dem Addon. Wie gesagt, es gibt genügend, was wir noch irgendwie zeigen könnten oder zu erledigen hätten, aber das ist entweder an größeren, organisierten Gruppen gebunden. Oh ja, die komische Fertigkeit, ne? Das ist halt ein Widerspruch in sich, ne? Ein Oxymoron, wenn ich da mitmache und dann organisierte Gruppe, das klappt nicht. Oder halt Farming und so viele asiatische Freunde habe ich halt nicht. Oh ja. Da fehlen noch ganz schön viele Dungeon-Wege eigentlich, ne? Ja. Die finden uns auch noch. Da fehlt noch einiges. Da ist auch noch was. Also vielleicht finden wir da auch noch mal was. Das wird sicherlich auch noch dazukommen. Und wir haben immer noch was in der Silberwüste. Wenn wir da zufällig dann mal gerade das Event läuft, dann wird auch dieser letzte Punkt mal gezeigt. So ein bisschen Kanonenfutter mal hervorholen. Das läuft ja eigentlich andauernd in der Silberwüste Event. Ja, für dieses eine. Irgendwie, wenn wir unsinnig. Ja. Also nie samstags abends. Man muss eine Karte suchen, wo schon Silberwüste mit einer hohen Prozentzahl steht. Dann ja, gut. Vielleicht sind wir da dann taktisch einfach unklug. Was sollen wir eigentlich machen? Keine Ahnung. Hyliak-Moral. Irgendeine Frische töten. Ja, ja. Alles, was hier grün ist und. Gut. Nach französischem Essen aussieht, wird kaputt gemacht. Von denen wird schon mal vorgehäckselt. Ich hol gleich einfach den Zauberstab raus und dann wird dann so ein schöner Smoothie, Frosch-Smoothie draus gemacht. Yummy. Das kommt der Eber auch weg. Ja, ein bisschen was Ordentliches drin. Ja. Ne? Und da ist so ein Stückchen Fleisch. So, wo seid ihr denn? Yeah. Leute. Ah, da ist einer. Eber. Bestimmt komm so ein Papier. Juck. Da nochmal. Ja, 1%. Die haben eine hohe Moral. Juhu. So. Fertig. Das geht schnell. Kupfersammeln. Das waren halt auch Franzosen, ne? Man isst, was man isst. So. Küpferchen. Nein, liebe Leute, ich mag Franzosen, das, was ich da kennengelernt habe. Ich verstehe sie nur nicht. Im Englischen wie im Französischen wie im Deutschen. Das ist einfach ein großes Missverständnis. Aber ein sehr amüsantes. So, jetzt kein Event rechts? Oh ja, doch. Natürlich. Immer weiter nach rechts. Also ArenaNet, sobald... empfinde ich das als politische Aussage, dann werde ich böse. Ja. Auch wenn links mir nochmals angezeigt wird, aber das ist, glaube ich, langsam fake. Nee, doch, jetzt nur links. Ah ja, das haben sie gehört. Live. Na gut. Nee, jetzt rechts. Wie? Ey, ihr wollt mich doch verkackeiern. Und die sagen, wir sollen auf eine andere Karte. Oh, das machen wir später. Später. Genau. Jetzt sind wir gerade so schön hier. Haben uns eingelebt. Ja. Bäumchen gepflanzt. Haus gebaut. Rumgepumpt. Kinder gezeugt. Was sollen wir hier eigentlich töten? Also, Sklavenzellen. Ach ja. Okay. Kreid. Das machen wir auch nochmal fix. Kein Problem. Ditchi, du hast hier die Aufgabe zum Timern, ne? Ja, 11 Minuten haben wir jetzt. Oh ja. 2 Minuten musst du drauf rechnen für die Sehenswürdigkeit.
Ach so. Ja, keine Überlänge, ne? Kostet extra. Ist ja. Luxus. Du kennst doch die neuen YouTube-Policies, die. Weißt doch, diese Witcher-Aufnahmen, die kosten mich jetzt ein Vermögen, kosten die mich, da die eine halbe Stunde lang sind. Naja, wenigstens ein bisschen Karma. Oh ja, ist auch nicht verkehrt. Irgendwie muss ich mir auch in 20 Jahren mal eine neue Rüstung leisten können. Ich habe ja mein komplettes Karma aufgebraucht für diese jetzt. Boah, ist doch Berserker-Rüstung, ist doch gut. Jo. Ach doch, nicht verkehrt. Also es gibt schöne Echtrüstungen, die sehen schöner aus, aber wir sind ja nicht im Mailand. Ja. Ja. Hui. So. Wo denn als nächstes? Oben. Oben weiter. Da ist ein Veteran, glaube ich. Okay, dann schwimmen wir im Akkord. Mit den Bohnen. Turboantrieb. Und was sollen wir machen? Veteranenkreid. Wo bist du? Da unten? Da unten, glaube ich. Ne, der ist oben, oder? Oben? Ich habe unten was Veteran gesehen. Ja. Aber hier ist was mit Schwertern dran. Vielleicht auch oben. Ich töte hier ein bisschen rum, dann zeige ich dir Bescheid. Unten meinst du? Vielleicht auch ich, also ich bin oben. Also oben ist anscheinend nicht zu sehen. Hier unten ist er. Hier unten okay, ist er. Okay. Dann blub 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 und nochmal. Bin ich auf dem Weg. Zu dir. Ach, da ist er. Warte, ich helfe hier mal dem Spore. Aber der hat so viele Verehrer, die ihn verfolgen. Ich weiß, er ist halt ein Süßer. So, da haben wir ihn. Und jetzt Precursor! Genau, nein. Lässt dieser eine Veteran fallen. Genau. Wofür träumst du denn nachts? Level 15. Ja. Siehst du, und an so einem Heldenpunkt kannst du ja deine Quarze machen. Aber leider habe ich keine in der Tasche. Nee. Aber das ist dann auch das kleinere Problem, danach was zu finden. So, jetzt müssen wir ganz weit links. Mal sehen, ob wir da pünktlich hinkommen. Bis zum Aufnahmeende machen wir mal Events. Ne, und Spore immer schön Protokoll führen. Ich will am Ende keine Lücken sehen. Ich habe jetzt Urlaub. Oh, ich auch. Deswegen habe ich dich doch auserkoren, weil du Zeit hast und genügend Energie. Keine Protokolle mehr. Also auch keine Stellungnahmen und lauter so Zeugs. Weil du das sonst immer den ganzen Tag machst. Ja. So, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Wollen wir einen kleinen Cut machen? Dann können wir das mit Teil 1 zusammenschneiden. Ja, machen wir das. Dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Jo, tschüss. Tschüssi.